Hier schon wieder. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt nicht abends alleine im dunklen Wald rumlaufen? Es können gefährliche Dinge passieren. Jetzt abgesehen von dem, weil der ist immer da. Ich habe das Gefühl, er geht gar nicht mehr hier weg. Der liebt es im Wald. Ja, es gab mal eine Zeit, da waren ich und Siren Head gut befreundet. Man nannte uns das perfekte Duo. Siren Head und der Schwarze. Ich habe die Leute in den Wald gelockt und er hat sie da gefressen, Mann. Da war alles cool zwischen uns. Aber jetzt inzwischen ist alles anders. Ich habe das Gefühl, er vertraut mir nicht mehr. Das letzte Mal, als ich in den Wald gekommen bin, ist mein Auto stehen geblieben. Schaut selbst. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Benzin. Gasstation. Das ist der richtige Weg. Hallo? Oh mein Gott! Oh! Ah! 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 Oh mein Gott! Ich werde diesen Penner fertig machen. Ich... Halt die Klappe! Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, unterstützt mich auf meiner Jagd mit einem Like und einem Abo. Es ist nur ein... Ich mach dich jetzt fertig, Mann. Tut mir leid! Verdammter Penner. Und damit herzlich willkommen zurück zu Siren Head Stranded. Unsere nächste Mission ist Find the Nozzle for the Gaskanister. Und Leute, ich habe schon vorher geguckt, wo ich die Nozzle finde. Also vor der Aufnahme, weil ich keine Lust hatte, jetzt hier irgendwo... Oh mein Gott, nein! You died. Oh, verdammt. Okay, try again. Ich weiß, wo die Nozzle ist. Es gibt zum Glück in dem Spiel Checkpoints. Das heißt, nicht schlimm. Die Nozzle liegt einfach hier neben. Repair the pump. Now repair the pump. Okay, wir sollen die Pump reparieren. Oh mein Gott. Ich höre ihn auf jeden Fall auf der linken Seite. Yo, er kommt näher. Die Pumpe ist hier. Ganz langsam, Snily. Der Sound hat aufgehört. Okay, das ist gut. Wir haben die Pumpe repariert. Heißt das, wir können endlich von dir... Ah! Alles gut? Er kommt von vorne. Was sollen wir jetzt tun? Er ist weg? Okay, anscheinend hat er keine Lust auf mich. Haben wir wenigstens eine nächste Mission? Turn on the gas station power. Wo können wir denn die Power anmachen? Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Das hier sieht aus wie ein Schalter. Yo, diese Geräusche hier hören niemals auf. Das ist so nervig. Sei doch einfach mal leise. Wo kann ich die Power anmachen? Können wir hier vielleicht irgendwo reingehen? Wahrscheinlich nicht. No loitering. Oh nein, ich höre schon wieder seine verdammten Schritte. Ich habe keinen Bock auf diese Kacke. Ich glaube, er hat sich gerade verwandelt in die Laterne, oder? Das ist so verdammt unfair. Try again. Alter, go to the power station. Ach so, wir können die Power gar nicht anmachen. Wir müssen da zuerst mal zur Power Station. Okay, dafür müssen wir den Weg Richtung Norden und dann einfach den Trampelpfad runternehmen. Sollte nicht so schwer sein. Wenn dieser verdammte Siren Head mich nicht verfolgen würde. Ich höre doch jetzt schon wieder überall seine Sounds. Lauf! Oh mein Gott. Er ist irgendwo hinter mir. Los, sprinten, lade dich wieder auf. Oh mein Gott, er ist da. Luft anhalten. Bleib hier stehen. Er kann mir nichts antun. Er haut ab. Das ist gut. Komm schon, despawne. Perfekt. Okay, wir sprinten gleich einfach in die Richtung, weil sonst kommen wir gar nicht voran. Wir müssen ja irgendwie zur Power Station kommen. Lauf! Komm schon, lauf! Oh mein Gott, der Sound ist so laut. Und das nächste Problem ist, ich sehe hier kaum was. Er ist auf jeden Fall auf der linken Seite. Wir laufen weiter. Was steht hier? Das Zeichen für die Power Station. Oh nein. Er hat sich in irgendwas verwandelt gerade. Wir müssen diesen Weg hier langlaufen. Aber wo könnte er sein? Ich habe absolut keinen Plan. Ich glaube, wir sollten einfach weiter sprinten. Oh mein Gott, ich höre ihn schon wieder. Verdammt, hier sind überall Äste auf dem Boden. Okay, wir bleiben stehen. Alles ist gut. Siren Head, ich will dir nichts Böses antun. Ich bin nur ein harmloser schwarzer Mann alleine im Wald. Was sich nicht harmlos anhört, um ehrlich zu sein. Wo ist er? Irgendwie in die Richtung. Da läuft er lang. Okay, langsam, Snily.
Er kann uns gerade nicht hören oder sehen. Und es dauert meistens nicht lange, bis er despawnt. Hör doch auf zu kreischen! Ich hab keine Lust da drauf! Let's go. Er geht weiter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil er läuft in meine Richtung. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Yo, bist du gerade einfach durch das Stromkabel durchgelaufen? Wer zur Hölle bist du? Da hinten sind drei große Lichter. Die sind eigentlich ein gutes Zeichen. Ich höre ihn noch auf der Seite. Okay, er ist gedespawnt. Wir laufen los. Beeil dich. So schnell du kannst. Die Powerstation kann nicht so weit entfernt sein. Das da hinten müsste sie schon sein. Oh nice, wir sind angekommen. Ah! Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Bitte gib mir einen Checkpoint. Bitte. Ich glaube, wir haben den Checkpoint bekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es auf jeden Fall. Try again. Komm schon. Bitte Checkpoint. Bitte, bitte Checkpoint. Nice. Oh, warte mal. Kommen wir überhaupt rein? Wir müssen einen Bolzenschneider finden, ne? Also sollen wir uns hier durchschneiden? Okay, laufen wir hier einfach einmal rum. Falls Siren Head uns sehen sollte, ist es gar nicht so schlimm. Weil, wie gesagt, wir haben den Checkpoint gefunden. Bolzenschneider, wo könntest du sein? Hier ist ein umgefallener Baum. Das sieht eigentlich gut aus, oder? Ganz kurz die Taschenlampe an. Okay, nicht zu viel Akku verschwenden. Dücken. Wir kommen hier nicht weiter. Kann ich hier... Ich kann auch nicht springen oder so. Das ist doof. Wieso können wir nicht hier drunter laufen? Ich meine, da ist eine riesige Lücke. Ich bin am Popo. Ich bin so am Popo. Obwohl, ich glaube, er glitscht fest, oder? Er kann sich gar nicht weiter nach vorne bewegen. Was ein... Glaubst du, darauf fällt irgendjemand rein? Du hast dich gerade vor mein Auge in deine Lampe verwandelt, du Vollidiot. Oh, warte, da hinten ist, glaube ich, der Bolzenschneider. Da ist so... Oh, du läufst jetzt außen rum? Okay, wir laufen so rum. Und was jetzt? Shit. Das war nicht so durchdacht wie gedacht. Aber ich weiß jetzt immerhin, wo der Bolzenschneider ist, beziehungsweise die Richtung. Ich glaube, dieser Punkt hat das nämlich angegeben. Ja, es müsste diese Richtung hier sein. Komm schon. Oh mein Gott, ich bin hier drinne. Okay. Der Bolzenschneider ist hier. Was? Oh mein Gott. Er läuft gegen die Wand. Er hat mich gefunden. Wie? Bitte sag mir, ich behalte den Bolzenschneider. Oh mein Gott, ich hab den Bolzenschneider. Okay, jetzt müssen wir nur noch zurück. Komm schon. Oh mein Gott. Wir haben es fast geschafft. Wir sind gleich bei der Power Station. Wir holen uns den Checkpoint wieder. Let's go. Und können wir das Tor jetzt öffnen? Break Gate. Oh mein Gott. Wie nice. Wir haben es geschafft. Sag mir bitte, wir sind hier vor Siren Head sicher. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was steht da? Find the Shammy Cates for the Breakers. Oh, ihr meint das hier. Okay, welcher Hebel könnte es sein? Kann ich die überhaupt bewegen? Irgendwie ja nicht. Irgendwas fehlt uns hier. Pickup Note. Das ist deine letzte Warnung. Hör auf, das Schloss für diese Station kaputt zu machen. Du weißt, wir haben den Schlüssel verloren und nicht alle von uns sind fähig, über den Zaun zu springen wie du. Ja, White Boy can't jump. Niemand bricht ein und spielt mit den Schaltern. Da ist niemand in diesem verdammten Wald. Tu es nochmal und ich nehme deinen Kopf. Okay, Dala, oh mein Gott. Alter, Siren Head, okay. Ich weiß, du bist diese verdammte Lampe. Jetzt ganz langsam. Wir gucken uns die Power Station mal von allen Seiten an. Oh Gott, er hat sich zurückverwandelt. Das habe ich gerade gehört. Das heißt, wir... Oh nein. Siren Head, entspann dich. Alles ist gut. Wir haben es hier rumgeschafft. Was ist das hier? Oh mein Gott. Das hier ist der Plan. Zwei nach oben, zwei nach unten, einer nach oben. 2-2-1, okay. Ganz einfach zu merken. Wir müssen jetzt nur noch einmal außen rum kommen. Welcher Mensch lässt den Plan auf der anderen Seite von der Power Station einfach draußen hängen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh nein, er hat sich wieder verwandelt. Okay,
2-2, 2-2, 1. Das Schema habe ich auf jeden Fall drinne. Bist du auf der Seite, Siren Head? Nein, Gott sei Dank nicht. Oh mein Gott, ich habe seine Hand gerade gesehen. Er hängt da hinten. Oh, verdammt. Yo, so nah war ich ihm noch nie. Er läuft einfach durch den Zaun durch. Bra! 2. Okay, erst diese Lampe. 2-1. Wir haben es geschafft. Okay, wenn er mich jetzt bekommt, ist es eigentlich nicht so schlimm, weil das müsste ein Speicherpunkt sein. Allerdings will ich jetzt nicht gefasst werden. Wir sind ganz langsam und ruhig. Und jetzt sprinten wir. Komm schon. Oh. Was? Yo, ein kleiner Trailer. Oh mein Gott, das ist gut. Damit überspringen wir Zeit. Hallo? Was? Siren Head, ist das gerade dein Ernst? Ich meine, du bist vorhin da durchgelaufen. Ist er tot? Kann ich jetzt einfach... Siren Head? Yo! Oh, ist der tot? Ich werde es nicht riskieren. Na klar werde ich es riskieren. Verdammt, so da habe ich ihn noch nie gesehen. Oh mein Gott, du Versager. Wegen der Stromleitung geht diese Legende verloren? Bis dann, Loser. Oh, sowas für dich kann ich gar nicht ernst nehmen. Okay, jetzt können wir einfach zurück zur Tankstelle gehen. Und ich glaube, wir können das Spiel beenden, weil Siren Head ist tot. Also er ist nicht dead, sondern dead. Voll entspannt, Mann. Ich höre keine Sounds. Siren Head, wo bist du? Ich höre nichts. Hört ihr was? Duf, duf, duf. Das macht mich so glücklich. So ein Lappen hab ich noch nie gesehen. Ja! Hier ist die Pumpe. Okay, wir haben den Gaskanister aufgefüllt. Oh mein Gott, warte mal. Der war undicht, deswegen stand da fein Duct Tape, um den wieder abzudichten, den Gaskanister. Zum Glück habe ich vorhin alles mitgenommen in dem Handwerksschuppen. Das heißt, wir haben das Duct Tape automatisch schon gefunden. Ne? Und jetzt nehmen wir wieder den Kanister und füllen ihn auf. Als nächstes gehen wir einfach zu unserem Auto. Siren Head, du Versager, Alter. Ich hoffe, du hängst da hinten noch ab. Es ist elektrisierend. Oder wie man das sagt. Kein Plan. Was steht da? Gasstop. Ja, mein Freund. Sollte ich nicht Millionen dafür einstreichen, dass ich Siren Head getötet habe? Ich finde, das ist schon so ein paar Millionchen wert. Ich meine, er kann ja in einem Museum stehen oder so. Irgendwo. Das ist Kultur, Mann. Siren Head ist Kultur. Da ist mein Auto. Ah ja, am Ende habe ich keine Batterie mehr, weil ich die ganze Zeit das Licht angelassen habe. Bin ich eigentlich dämlich? Okay, wir müssen wirklich zum Gastank gehen. Der ist hier hinten. Okay, das bin ich nicht gewohnt. Oh nein. Da ist er schon wieder. Okay, aber wir sind jetzt einfach an ihm vorbeigefahren. Anscheinend war es gar nicht so... Warte. Es sind mehrere? Es sind... Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das Oh mein Gott, ich dachte, wir haben es jetzt da rausgeschafft, aber es sind einfach mehrere Siren Heads. Wie dreist ist das denn? Aber wir haben das Spiel hier beendet. Wie gesagt, es war auf jeden Fall ein super gutes Spiel mit einer verdammt guten Grafik. Hat extrem viel Spaß gemacht, deswegen lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende nämlich hier das Spiel. Schreibt Hashtag Siren Head in die Kommentare, falls wir noch mehr Siren Head Spiele spielen sollen. Weil es gibt ja so verdammt viele Siren Head Spiele. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.